Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Good Game Empire. Und ja, heute möchten wir natürlich die Mission fortsetzen in Level 10 und wir müssen nur noch Münzen spenden. Solch ein billiger Plunder. Und wo ist jetzt die Mission? Ah ja. Ah doch, da. Ich halte es nicht mehr aus. Oder technisch bauen sollen, bevor ich hier die Aufnahme kurz starte. Naja, ist auch egal, 10 Minuten steuern. Und zwar bauen wir jetzt unseren Deko-Kasten, den Hexenbrunnen, 17 Minuten. Krass. Glücksrad habe ich gerade eben gedreht, habe Premium-Punkte bekommen und es gibt ein neues Event. Und zwar hier, Herold des Kriegs der Imperien. Wir spielen heute gegen Holland. Und das würde ich auf jeden Fall gerne gewinnen, um diese Einheiten hier alle zu gewinnen. Vor allem die da. Die sind nicht sehr geil. Aber wir haben halt hohe Angriffsschäden. Es gibt recht wenig Verteidiger. Aber die hier sind auch schon gut im Verteidigen. Diese Einheiten sind aber extrem langsam. Und das kotzt mich immer ein bisschen an. Deswegen, wir werden versuchen, 540 Boompunkte zusammen zu basteln. Was dauert das so lange bei deiner Spionage? Eine Ehre erlangen. Okay, ich hätte jetzt 33 von euch. Dann könnte ich noch hier 4 auf die Flanke schicken. Da noch ein bisschen auf die Flanke. Naja, mal gucken, wie es aussieht. Unsere Belohnung habe ich heute in der Nacht abgeholt. Geld ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und naja, wir haben mittlerweile 14.000. 14.000 Münzen. Krass. Ah ja, wir sind Ordensritter, das heißt, wir haben schon genug Ruhmpunkte gesammelt, um aufzusteigen. Mein Ziel ist es natürlich auf Dauer hier oben zu landen. Naja, Graf werden wir bestimmt oder so, aber man weiß es ja nicht. Moment, mal holen wir überall mal ein paar Mann raus. Ja, brauche ich gar nicht so viele. Erhöhen wir das mal. Ja, wobei, hier brauche ich auch nicht so viele. Erhöhe ich lieber das erstmal auf 17. Schmeiß den Rest hier rein und fertig. Ein kleiner Angriff noch oben drauf. 10 Minuten. Mal gucken, wie es hier läuft. Danach kommen die zurück und greifen den Scheiß da an. Kommt drauf an, wie viel Nahrung ich jetzt momentan auch noch habe. 23,6. Wie schnell sind eigentlich Armbrustschützen? Auch sehr schnell, okay, da rekrut. Nein! Ach, scheiße, ja, gut, das brauche ich nicht zu machen. Warten wir mal darauf, dass wir angreifen können. Ich habe es ja auch endlich in Vollbild, das Spiel. Wir können natürlich diesen Turm dann noch ausbauen, danach 10 Minuten auch. Es dauert recht lange in diesem Spiel, weil ich ein bisschen schade finde. Was bei halt beide Quests vor Epic Loot nicht so ist, dann du platzierst halt die Sachen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall sehr interessant und sehr, sehr lustig, das Spiel. Also für mich jedenfalls sehr interessant. Oder ich spiele es auch gerade sehr, sehr gerne. Das ist ein Spiel, was ich jetzt mittlerweile einfach mehrere Stunden zocken werde. Also durchgehend dann auch. So, nämlich angreifen, angreifen, aufbauen und so weiter und so fort. Klar, irgendwann wird das Spiel langweilig und sowas, aber ich hoffe bei mir nämlich nicht. Ah ja, der Hexenbrunnen ist ja unterwegs. Gleich darfst du sie ertränken, ist ja kein Problem. Ja gut, ich brauche ein bisschen mehr XP, das da brauche ich auf jeden Fall. Wohnhäuser auf Stufe 3 ausbauen, okay. Wie viel hat der Scheiß? 9 am Mist. Ja, bauen wir gleich schon so ein Vorräteteil hin. Öffentliche Ordnung ist sehr, sehr wichtig, Leute. Sonst hat man auf Dauer gar nichts. So, 5 Minuten bis 0 unterwegs. Das heißt, die Armee hier ist schon fast da. 3 Minuten noch. Level 12. Level 12. Ich hab keinen Bock, irgendeinen, der sehr weit weg ist, anzugreifen. Oh, Burg der Fremden, Level 10. Der wäre vielleicht sehr effektiv anzugreifen. Gucken, was er halt drin hat. Wenn er jetzt sehr schlechte
Truppen drin hat und da komme ich vielleicht sogar mit meinen Streitkolbenträgern durch. Wollen wir mal hoffen. Steinlaub noch. Jetzt ist so ziemlich dieser Punkt erreicht, wo man nichts zu tun hat. Und normalerweise dann auch ein bisschen langweilig wird, aber wir können ja natürlich immer wieder ein bisschen schwätzen und ach ja, vielleicht werde ich es mal hinkriegen, ein, zwei Videos täglich hochzuladen. Nur vielleicht so morgens eins, abends eins. Jetzt habe ich zum Beispiel gestern 10 Videos hochgeladen, von Mittag bis in die Nacht hinein, ja. Also ich war bis 12 Uhr oder so wach, habe das noch gemacht, bin dann hier gut im Empire gegangen, habe dann noch YouTube geguckt, habe die Base gechillt, ja. Bis um 3 Uhr nachts irgendwie, aus irgendeinem Grund, weil ich immer bis 3 Uhr nachts wach, also einfach Bock drauf. Wobei ich saumüde war, eigentlich überhaupt noch hier zu sitzen. Und es irgendwie nicht auf die Reihe bekam, hier einfach zu sitzen und aufzunehmen. Ja, aufzunehmen, zu zocken an sich. Naja. Auf jeden Fall Münzen werden wir sehr, sehr viele sammeln. Ich werde es auch versuchen, nicht durchgehend zu verschwenden. Wow. Gott. Okay. So, gucken wir mal hier an. Die Armee ist fast da. Ich hoffe halt nur wieder, dass ich bei dem Toto keine Verluste habe. Mal gucken, wie gut das hier ist. Gucken wir gerade, wie lange das noch dauert. Da können wir vielleicht ein paar Angriffe machen. 2,8 Tage, ja, auf jeden Fall. Also ich werde hier versuchen, alles in meiner Umgebung abzumetzeln. Mit meinen super Truppen da. Den da werde ich angreifen, den da oben, den Level 10 auf jeden Fall. Ich auch nochmal. Wie sieht's denn aus mit deiner Burg, mein Freund? Naja, zwei Gebäude brennen. Ist ja nicht die Welt, ne? Aber wieso braucht der Spiel mittlerweile so lange? Naja, ich freue mich schon drauf, wenn wir Level 70 werden. Und bis dahin wird unsere Burg schon zur Hälfte immer wieder abwackeln. Das heißt Reparaturkosten. Dann wird in der Zeit, wenn ich brenne, und es kommt dann mehrere Tage, also andere Let's Plays, aber nicht dieses Spiel hier, dann wisst ihr, ich bin am Brennen. Aber ich werde dann einfach immer eine kurze Folge machen, wo ich gerade so die kleinen Sachen erstmal repariere. Dann die großen einfach anfange. 10 Sekunden gewinne ich einen Kampf. 2 Minuten 40 kommt er an. 2, 1, jetzt kommt einfach keine Armee zurück. Jawohl. Erstmal nochmal ein bisschen Rubine dazu verdient. Angriff, Sieg, 2 Mann verloren. Details. An der Flanke 2 verloren. Krass. Und dann halt im Innenhof mit 30% Übermacht. So, jetzt aber flott. Boah, voll cool wäre, wenn man so Armeen abfangen könnte, wie hier, so durch den Raubritter und so, dass er die einfach abfängt. Boah, das wäre voll cool. Stimmt, irgendwie so. Haben nur noch ein paar Truppen überlebt, ne, so mächtige Armee, und da kommt die so aus der Raubritterburg, so ein ganzer Streit macht, zack, und wechseln sie. Weil in Real Life wäre das ja auch so, wenn ich an so einer kleinen Burg hier vorbeigehe. Und dann nur noch mit wenig Leuten. Vor allem noch so der Feind oder sowas, und dann so, oh Gott, die werden angegriffen. Nee, doch nicht. Und dann rücken die weg, und dann kommen die wieder, und dann ist einfach mal so, bam. Theorie, alle. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas passieren würde. Ah, komm schon, Allianz, Hilfe. 10 Sekunden noch, dann sind sie fertig, okay. Also, wie gesagt, jederzeit könnt ihr beitreten in diese Allianz. Die ist immer offen. Und, also halt nur für alle, die jetzt hier auch meinen YouTube-Channel hier auch besuchen, weil ich will auch nur euch dann halt auch aufnehmen. Dann seht ihr ungefähr, wie es bei mir gerade läuft und so weiter und so fort, wenn ich was brauche. Auf jeden Fall sehr soziale Allianz wird das da, und wir werden auch nicht alle rot stellen. Ach Gott, rot markieren, nichts da rot markieren, so. Wieder einfach mit Level 15 gegen so ein Level 8er dann dauernd am Verlieren ist. Naja, kann man nicht ändern. 40 Sekunden hoffentlich ausspielen, ja. Heißt ja in Allianz die Königslöwen, okay. Oh, die haben mehrere Mitglieder. Ich habe so gehofft, dass das nur ein paar. Ah, das sind nur Anwärter. Die sind noch gar nicht richtig in der Allianz. Die müssen aber einen Rang, glaube ich, mittlerweile bekommen, sonst fliegen die aus der Allianz auf Dauer.
Ja, dass man das so in der Hauptburg machen kann, ist mir schon klar. So, produziert Werkzeuge, schreibt eine Nachricht im Allianz-Chat. Ah, im Vollbildmodus kann ich es eingegeben werden. Sehr schlau sowas zu machen. Oh, verkackt. Ich will aber nicht random angreifen, das wäre saudumm. Aber wie habe ich Nahrung noch? 16,6%. Ja gut, ich will gleich eh alle Farmhäuser hier nochmal ausbauen auf Stufe 3. Also kein Problem. Warum war ich eigentlich in der Allianz da? Wenn nur kein Mensch in der Allianz da ist. So, nochmal 10 Minuten. Eigentlich ist jetzt die Aufnahme vorbei, aber... So Leute, das war's dann mal wirklich für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es passiert recht wenig. Aber das ist nur einmal so in dem Spiel, dass wenn man etwas angreift, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch besser wäre. Ob ich es vielleicht so abwarten soll, bis irgendwas fertig ist, so ein paar Minuten, 2, 3, dann was nächste bauen, dann wieder abwarten und dann den nächsten Angriff hier so ein bisschen warten, bis der ankommt und so, ist das halt zu zeigen. So, jetzt gerade eben angreifen, ausspionieren, okay, gescheitert, da greifen wir hier den Level 10er an. Boah. Und ja. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt ja natürlich immer wieder in die Comments schreiben, dass ich eure Burg mal hier ein bisschen spectaten soll. Also hier so ein bisschen äußerlich. So bei ihm gerade, er hat nur 2 Wohnhäuser. Ne, 3. Das ist ja auch nur. Ah, okay, das ist ja nur so ein Ding. Das ist voll dumm, dass sie so viele Rubine ausgeben. Klar, Level 70 und du willst viel, viel bessere Sachen haben und sowas, kann ich ja verstehen, aber. Naja, das Geld ist zum Fenster rausgeworfen. Parks win ja. Eigentlich lang. Er hat immerhin sehr, sehr viele Wohnhäuser drin. 10 und 11 und viele Baumhäuser, ein paar Steinbrüche. Eine Bäckerei, Stufe 4. Also die haben gut Truppen in den Bases. Na gut, wir warten noch ganz kurz, bis Siami hier zurückkommt. Greifen dann Raphael 7 an. Das wäre sehr, sehr cool zu ziehen, dieses Aussehen-Teil. Ne, Artefakt. 14% mehr Ruhmpunkte, das wäre so Premium. Okay. Naja, du bist mir ein bisschen zu weit weg. Raphael 7 bringt mir auch noch Ruhm. Ganz gut sogar. Einfach nur täglich die 2 angreifen, bis sie halt nicht mehr existieren. Das wird saulang dauern. Vielleicht habe ich es ernsthaft noch genug Erfahrung zu bekommen. Erfahrung sag ich schon an dem Links zu bekommen. Nur dass ich die angreife. Durchgehen. Ich weiß nicht, an dem seiner Stelle würde ich auch irgendwann offline gehen, wenn ich nur noch angegriffen werde und dadurch keine Truppen machen kann oder so. Und nicht leveln, da meine Burg einfach brennt. Naja, greifen wir den nochmal gerade an. Ne, Moment mal. Greifen wir den da oben mal gerade an. Mal gucken, was du so hast. Ja, für 34 Leute, das ist schon Risk. Ne, spioniere ich doch lieber aus danach. Ja, wir greifen dich jetzt an. Ne, dich will ich nicht einsetzen. 6 Leute über die Seite. Dann nochmal 3 über die Seite. Auf jeden Fall den Ballerschein einsetzen. Naja gut, ich glaube, der hat keine Truppen mehr in der Base. Und naja gut, das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, drückt ihr den Daumen nach oben. Wenn nicht, dann drückt ihr ihn bitte nach unten. Schreibt natürlich in die Comments, warum ihr disliked. Weil liken ist ja klar, also ich habe das Video sehr gut gefallen. Schreibt mir vielleicht Besserungsvorschläge für dieses LP-Reihe. Ja, wie gesagt, ob ich vielleicht so machen soll, dass wir kurz vor einem Angriff ankommen, da mal anfangen aufzunehmen. So auch 5-6 Minuten, das dauert. Ich meine nur 10 Minuten aus dem Grund, weil es sonst viel zu uninteressant wird auf Dauer. Und naja, weil man auch hier nichts zu tun hat, wie man sieht, und bei einer halben Stunde hier nur rumzusitzen und rumzuschwätzen, wäre ja auch voll LW für euch. Das sind jetzt wieder 15 Minuten fast. Naja, kommentiert das Video auf jeden Fall. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mir weiterhelfen wollt. Die Homepage wird natürlich verlinkt. Und da könnt ihr euch alle Good Game Studios Games angucken. Und damit sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.